Heidi-ho, Leute, ich habe gerade mal im Spiel rumgestellt hier. Erstmal habe ich leiser gemacht, dann habe ich, wie ihr mir befohlen habt, die Lenkung etwas gröber einzustellen, also etwas schneller, dass er schneller lenkt beim Tastaturlenken, weil ich bin ja nach wie vor Tastaturspieler. Und außerdem habe ich, und das habe ich auch euch zu verdanken, allen 653 Leuten, die mir geschrieben haben, dass man das Intro mit Esk abbrechen kann. Ja, das geht. Was ist das jetzt für ein Knopf? Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe auf jeden Fall. So geht's auch. So geht's auch. Da komme ich auch in diese Liste rein, wo ich hin will. Hier, ich will mal wieder so ein 2000 Euro. Oh. Oh, da gibt's viel zu verdienen. Naja. Eine Stunde drei. Ach so, das ist das Angebot. Milchpulver, Traktoren. Oh, Traktoren fahren. Ich fahre jetzt mal Traktoren, ne? Erbsen. Was? Von hier nach da. Aha, guck an. Auftrag annehmen. Da fahren wir jetzt mal hin. Das habe ich erzählt, dass das Intro abbrechen. Ja, ich habe mir einen Stichpunkt hier gemacht, so eine kleine Liste. Intro abbrechen. Lenkrad, Controller. Ach so, ich habe von meinem Bruder, da kann ich mir irgendwann, der hat eine PlayStation 4, von dem kann ich mir theoretisch auch mal seinen PlayStation 4 Controller ausleihen. Ob das damit besser geht, das weiß ich nicht. Aber das dreht sich schon ein bisschen schneller jetzt. Ah, gut, dass ich das gesehen habe, dass da ein Auto lang fährt. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich raus muss. Ich werde jetzt mal so ein paar Spiele hier, diese schnellen Spiele machen. Und dann, habt ihr mir ja auch noch erzählt, dass ich mit dem Controller, Quatsch, mit dem Nummernblock, dass ich da ja nach links und rechts gucken kann. Ach, ich kann den Kopf so ein bisschen drehen. Ach, 4 und 6 ist volle Pulle. Ah, das ist gut. Also da habt ihr mir auf jeden Fall einen guten Tipp gegeben. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Kann ich denn jetzt auch so ein bisschen, dass ich den ganzen Spiegel... Ich weiß es auch nicht. Ist auch egal. Ich fahre noch ein Stück vor. Und dann... ja gut, man hat natürlich immer Vollgas und immer... jetzt kommen hier so viele Leute oder was? Kommen die alle her? Wollen ja reden. Das ist geil mit dem Nummernblock. Das ist richtig gut. Gut, dass ich euch habe, Leute. Ey, gut, dass ich euch habe. Hier kam. Ich habe nicht geblinkt. Der ist aber langsam. Fahre ich ein DAF? Ist das ein DAF? Sieht nach DAF aus. Ist das ein DAF? Kann man hier noch irgendwie rumgucken? Ich habe nicht mal mehr meine Pfeiltasten gefunden. Einer hat auch gesagt, ich soll mit WASD lenken. Aber das muss ich ja mit links machen. Das geht ja gar nicht, ne? Nee, abschleppen wollte ich mich nicht. Wo war denn das Navi, Leute? Ah, F5. Alles klar. Links. Ich blinke. Ich gucke. Oh, Leute, ich bin so schlecht. Ich bin so ein Stümper. Das ist ja unglaublich. Aber ich kann es nicht ändern. Jeder fängt mal klein an. Andere haben auch geschrieben, ich soll ruhig mal diese 2 Stunden da, die ich brauche, um online fahren zu können, die soll ich ruhig mal das Spiel einfach anstellen und laufen lassen, die 2 Stunden. Das würde auch gezählt werden. Aber das ist natürlich Kacke, ne? Weil so lerne ich ja keine Praxis. Das kannst du ja voll abhaken. Und ich will ja das denn auch halbwegs vernünftig machen. Und nicht da irgendwie voll den Dünnschiss. Und von daher muss das schon so ein bisschen sein. Ein bisschen spielen. Nur um jetzt möglichst schnell Multiplayer zu machen, das ist ja dämlich. Also deswegen lasse ich es nicht 2 Stunden laufen. Das ist doof. Ich will es ja auch ein bisschen können. Und naja, gut. Also das mit der Lenkung gefällt mir jetzt schon ein bisschen besser, weil es auf jeden Fall erheblich schneller geht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Es haben auch welche gefragt, ey, was hast du denn für einen Computer? Steht hier, so ein Desktop-PC, auf dem Laptop spiele ich das nicht, da habe ich keinen Bock zu. Diese Fisselkram da, das ist mir alles. Es geht mir auf den Sack. Ich bin seit 100 Jahren, wenn ich denn da die Spiele gespielt habe, immer am PC. Richtig schön hier anständig, immer mit Tastatur. Ich habe noch nie einen Controller gehabt. Ein Joystick hatte ich mal. Und warte mal, wo fahre ich hier überhaupt? 75, Alter, machen wir mal langsamer, ne? Und immer schön mit Tastatur, das hat bis jetzt immer geklappt, jedes Spiel. Und das probiere ich auch erstmal so weiter. Vielleicht probiere ich mal den von meinem Bruder aus, wie gesagt, PlayStation 4. Der Daniel, hier Daniel Spende, der hatte das auch mal angestellt, hier das Spiel. Der hat das auch mal gespielt. Er hatte seinen Xbox.
glaube Xbox-Controller, hat er gesagt. Hat er da mal angeschlossen. Und naja, das ging ihm aber auch auf den Sack. Diese komischen Knubbelpups da, wo man da immer dran rumlenkt. Ich verstehe das wohl. Irgendwo ist auch der Tempomat. Was heißt denn Tempomat auf Englisch? Cruise Control, ne? C, ist das der Tempomat? Leute. Warte mal. Was fahre ich denn? 77. Oh Leute, das ist zu schnell. C. Wie geil. Es funktioniert. Ah, es braucht nur da lenken. Ist das geil oder ist das geil? Ist das hier jetzt eine Landstraßen-Tour, keine Autobahn? Geil. Ja, so macht es natürlich noch mehr Spaß. Wieso fahre ich jetzt 71? Geht's bergab? Man sieht das auch nicht, ne? Ja, ich habe gesehen, man kann auch hier diesen Tank-Spritverbrauch kann man auch einstellen. Aber ich lasse es erstmal, ne? Das ist ja klar. So, wenn ich jetzt einmal auf die Bremse trete, ist er aus, oder was? Funktioniert das? Jo, funktioniert. Cool. Das ist natürlich nicht schlecht. C, Cruise Control. Ist das geil? Ist das geil? Was ist... Es regnet, oder was? Das kann nicht regnen. Guck mal nach rechts, die ganzen Strohballen. Die Scheiße vergammelt doch. Och, Leute. Warte mal. Ich brauche gleich einen Scheibenwischer, kann das sein? Oh, Leute. Von Höckskin auf Stöckskin, hätte ich fast gesagt. Ich weiß aber nicht, wie der Scheibenwischer angeht. Wie heißt das denn auf Englisch? Wush Controller oder was? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich in Einstellungen gucken, sonst sehe ich nichts mehr. Ich kann ja jetzt nicht hier blöd auf die Tastatur rumdrücken, bis irgendwann mal was passiert. Kann ich schon, aber... Hm. Nachher schleppe ich mich plötzlich... Er hat Licht an. Brauche ich auch Licht? Ich meine, es ist ein Simulator, ne? Brauche ich... Ui, 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 ui. Habe ich die Trecker noch drauf? Der steht schief, der Trecker. Steht der schief, weil ich jetzt einen Schlenker gemacht habe, oder? Eigentlich müsste ich mal anhalten. Nee, ich drücke mal Esk. Oh, das ist natürlich kacke jetzt. So, was muss ich alles wissen? Ich muss wissen... Gasbremse... Scheibenwischer muss ich wissen und Licht muss ich wissen. Ja, ihr sitzt da schon wieder, lacht euch kaputt, ich weiß es doch jetzt schon. Ihr lacht mich aus, lacht ihr mich. Aus. Nichts anderes. Lichtmodi. Ja, L, ach. Hätte ich auch drauf kommen können. Rundumleuchte. Ja, die wäre... Scheibenwischer, P. Panik, ja. Die hätte ich auch fast bald gehabt. Passt ja auch. Alles klar. So, jetzt wollen wir einen Scheibenwischer anmachen. Ah, was soll das denn? Alter, habt ihr das gesehen? Ich gehe ja mal davon aus, ne? So, was war P? Panik? Scheibenwischer? Cool. Ey. Achso, Intervall. Okay. Reicht mir auch. Jo, beim Buff. Beim Buff, jo, beim Duff die drei Scheibenwischer. Das war auch immer ein Highlight. Ich habe mir denn immer welche geholt. Und dann habe ich immer ausgetauscht, immer so. Wenn der auf der Fahrerseite denn kaputt war, habe ich immer nach rechts weiter durchgetauscht. In den ganz rechten auf der Beifahrerseite, den habe ich dann weggeworfen. Warte mal, ich bin schon wieder viel zu schnell. Den habe ich dann irgendwann weggeworfen und habe dann auf der Fahrerseite den neuen gemacht und habe sie dann alle durchgetauscht. Weil auf der Beifahrerseite gucke ich ja so selten raus. Alter, wenn das einer sieht, wie ich hier lenke, ne? Weil ich hier auch immer labern bin und so. Ich wundere, dass mir das Ding noch nicht ausgebrochen ist. Der eine hat mir ja gesagt, wenn er Retarder zieht und lenkt oder Gefahrensituation, hat er mich gefragt, dann bricht sein Ding immer aus. Und er hat mich gefragt, warum. Naja, Retarder ist natürlich dann nur die Antriebsachse, die man damit bremst. Und das ist dann wie beim PKW, Handbremse ziehen. Also dann machst du einen Satz, ne? Dann drehst du dich erstmal. Das ist beim LKW natürlich nicht anders. Wenn natürlich dann plötzlich die Antriebsachse blockiert, weil Regen und so weiter und Gefahrensituationen da völlig plötzlich bremsen und so eine Scheiße. Das geht natürlich gar nicht. Natürlich gefährlich. Brauche ich euch nicht erzählen, wisst ihr selber, ne? Warum leuchtet denn da unten immer so eine grüne Lampe? Ach, Retarder, ne? Ja, ist klar. Wegen Tempomat, okay. Alles klar. Ja, langsam blicke ich hier durch. Habe ich eigentlich Licht angestellt? Ja, das hat ja meinen Klick gemacht. Achso, Tachobeleuchtung ist rot. Alles klar. Oder ist das Standlicht? Kann ich mich auch von vorne sehen? Oh,
ist ja voll die Schlange hier. Halt! Komm ich wieder. Ey, geil. Oberelf. Das ist geil. Sowas müsste ich bei meinem Mann machen. Bei meinem Wie. Wo fährt er denn hin? Und, was ist das denn? Alter, ist das geil. Cool. Geil. Cool. Das ist ja nicht schlecht. Ich staune, ehrlich. Ich finde das cool. Regnet immer noch. Hört das auch wieder auf. Warum fahren wir nur noch 50? Ist hier eigentlich schon Abstandsregel-Tempomat? Gibt es sowas eigentlich schon in dem Spiel? Das könnt ihr mir mal ruhig beantworten. Weil wenn ich jetzt C wieder reinmache, das wird hier wahrscheinlich nicht passen, ne? Warum? Ja. Wie weit habe ich es denn noch? Noch 90, kann das sein? 90, ja. Ihr habt gefragt, was für ein Computer ich habe. Oder einer oder zwei. Also, ich habe hier auf jeden Fall so einen Desktop-PC, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und zwar ist da ein i5 drin, Intel i5, 2500K. Und zwar habe ich extra den i5er genommen, weil der erheblich billiger war und trotzdem so manchen 7er ausgestochen hat. Von der Leistung her. Und deswegen ist der das geworden. Der läuft mit 3,3 GHz hier rum. Dann habe ich noch 16 GB RAM in dem Aprilo hier. Und eine GeForce GTX 960 mit 4 GB Arbeitsspeicher oder RAM ist dasselbe. Der steuert hier unsere Windschutzscheibensicht hier. Jetzt fahren sie mir wieder weg. 67. Mache ich mal rein. So, da wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid. Das ist schon mal was. Und dann habe ich hier noch eine Tastatur. Ja, und sowas baue ich mir alles selber zusammen. Weil mein zweiter Vorname, wenn er nicht gerade vernünftig ist. Also Sascha vernünftig und dann mein wirklicher Nachname. Ich weiß, jetzt sind jede Menge Leute völlig perplex. Eine Welt ist zusammengebrochen, dass ich nicht vernünftig mit Nachnamen heiße. Ich weiß, oh, da sind X'e. Und nee, mein zweiter Vorname ist eigentlich Computer. Ich baue die Dinger auch komplett auseinander. Ich baue sie auch so wieder zusammen. Deswegen habe ich damals schon Case Modding auch gemacht und so. Ich habe hier ein paar Lüfter drin und sowas. Extra Lüfter und so. Und beleuchtet ist meiner hier. Dann ist er mal schwarz gewesen, das Gehäuse. Das ist aber jetzt weiß und schwarz. So zum Beispiel, also CD-Fach. Die Klappe, die ist schwarz. Der Rest ist halt alles weiß. Der Knopf ist wieder schwarz und so. Ja, damals hatte ich es auch bunt gemacht. Ja, das hat mir mal Spaß gemacht. Ist aber auch alles lange her. Wird mir immer noch Spaß machen, aber ich tue es halt nicht mehr. Ich stecke mein Geld lieber in meine Autos oder so. Ja. Ihr könnt auch mal, habt ihr eh schon gemacht, aber ihr könnt auch da mal ruhig mal Fragen da reinstellen bei den Kommentaren. Einfach mal immer drauf losfragen. Antworten werde ich sie dann bestimmt nicht. Doch. Je nachdem, wenn er nicht gerade drin steht, Sascha, mit wie viel Blatt Klopapier putzt du dir den Arsch ab? Dann werde ich das vielleicht auch beantworten. Ich wollte eigentlich mit Tempomat fahren, ne? Aber es haut einfach nicht hin. Die fahren sich hier voll in dämlichen Streifen zusammen. Das ist wie im wirklichen Leben. Kaum regnet das, dann bricht für die da draußen eine Welt zusammen. Was war das für eine Taste eben? 8. Ey, das ist so geil. Wenn ich dann... 9 ist auch in und 1 ist auch in. Und 9 ist... Nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, mit 9 schaltet man durch. Deswegen ist das dann wieder 0, was ist das? Nach Hause fahren, ne? 0, Hause fahren? Nein. Wenn ich dann früher denke, wie gesagt, ich hatte das ja schon gesagt da, im letzten Video oder so, an Stunts denke. Das ist ja wie... Wie heißt das Spiel, was alle spielen? Mind Factory, hätte ich fast gesagt. Nein, das war eine Firmenname. Komm ich denn? Jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht, ne? Gibt's doch nicht. Minecraft! Das meinte ich nämlich. So, wenn ich an dieses Minecraft denke, mit diesen viereckigen Würfeln da, so war ja damals Stunts so ungefähr. Und irgendeiner hat auch geschrieben, dass er mal beim Losfahren sofort die Scheibe gerissen ist quasi und das Auto kaputt gegangen ist. Ja, das hatte irgendwas mit einem... Dann hast du wahrscheinlich die Echse geladen und hättest die Butt laden müssen oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr. Das kannte ich auch. Das war
Einfach nur hast du die falsche Datei mal geladen, glaube ich. Oder war das damals auch schon mit Passwort und das war bloß nicht die richtige knackte Version? Ich weiß es nicht mehr. Oh, rot! Rot! Ich war ja tatsächlich... Oh, es regnet nicht mehr. Warte mal. Ich könnte mal den... Also ich finde, ich mache mich langsam gut. Gut, am Anfang, das war natürlich eine Katastrophe. Am Anfang war es natürlich eine Katastrophe vorhin auch. Habe ich eigentlich eine Hupe? Ah, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gefragt. Oh, weiter geht's. Brumm, abgebockt. Nee, doch nicht. Wieso hält denn der an? Wo muss ich eigentlich hin? Rechts. Ich sehe den Blinker gar nicht richtig. Ist das ein Darstellungsfehler? Nee, der ist wohl so klein, wa? Ich kenne gar keinen Sattel. Ich weiß gar nicht, wie weit ich ausholen muss. Ey, das... Wie sich dieses Spiel entwickelt haben, das ist ja unglaublich. Überholt der jetzt den Bus? Das ist aber auch unrealistisch. Das wird im wirklichen Leben nie passieren. Oder kaum. Meistens sind die Busse ja schneller. Ja, jetzt kommst du nicht dran vorbei, ne? Siehst du? Oder machst du einfach nur mal zu. Wie schnell fahre ich? 66. Ja, jetzt fährst du wieder hinter, du blöder Sack. Hättest du dir auch sparen können. Doch eben schon erzählt, dass du keinen Bus überholen brauchst. Mann, Mann, Mann. Was machst du jetzt schon wieder? Hier ist doch nur 50, du Rasernase, du. Erster Aufenthalt, dann bin ich schon da? Oh, ich bin schon da. Hä, kann ich jetzt... Fährt da vorne jetzt ein Baumtransporter? Tatsächlich, man kann durch den Bus... Das schaffe ich noch. Oh, das war aber rot. Oh, das war aber rot. Aber war ja kein Blitzer. Man kann tatsächlich durch den Bus durchgucken und die Baumstämme vorne sehen. Dass sie das sogar alles einprogrammieren... Also ich sehe sowas ja eher von der Programmiersache, wie gesagt. Im wirklichen Leben würde man da auch nie nebenfahren. Schon gar nicht in der Kurve und schon gar nicht, wenn ich abbiegen will. Gut, dass ich davon rede, sonst hätte ich es nicht mehr gemacht. Und wenn das jetzt hier schmal wäre, würde ich sogar auf jeden Fall noch so ein bisschen auf der linken Spur rüberfahren. Wenn ich keine PKWs neben mir habe, das fährt man hier platt. Aber letzten Endes ist das eine Simulation. Also das hat natürlich mit dem wirklichen Leben nichts zu tun, das steht fest. Wer hier 10.000 Stunden fährt, der braucht mir nicht erzählen, dass er... Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Ich kann Leute einstellen. Wieso soll ich Leute einstellen? Ich bin allein und dann halt, da habe ich was gesagt. Wenn er 10.000 Stunden spielt, der braucht mir nicht erzählen, dass er LKW fahren kann. Also, bloß weil ich im Flugsimulator sitze. Von Microsoft damals, der zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob sie den immer noch herstellen. Deswegen kann ich auch kein Flugzeug fliegen, ne? Obwohl es ja angeblich hieß, die ins World Trade Center da damals reingeballert sind. Was war das, 2001 oder was? Die hätten angeblich, die wären angeblich am Dingens ausgebildet worden, ne? An so einem Flugsimulator von Microsoft quasi. Ich glaube, ich muss da hin. So, jetzt wollen wir mal gucken. Und das Parken, nein, das mache ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall wieder, weil so geht das gar nicht. Geht das doch so? Nee, das kriege ich gar nicht auf die Reihe hier. Muss ich auch nicht, ne? Zisch, zisch, zisch. Halt, oh, die Lenkung geht jetzt aber erheblich besser. Schön. Hä, wo bin ich denn eigentlich? Alter Schwede. Jetzt muss ich mich noch konzentrieren, oder was? Schön, Dach fahren. Also ich weiß jetzt schon, ich werde mir ein Dach kaufen. Jetzt jedes kann mir im Arsch lecken, wenn im Ernst. Ich liebe ja Dach in Wirklichkeit auch. War ein tolles Auto, das steht fest. Den 105er DAF, den XF hatte ich ja. Und falsch rumgelenkt. Mit 410 PS, den hatte ich. Ich habe übrigens die Tage, habe ich in Ohrdruck, habe ich gestanden, falls es einer kennt. Da hat mir ein polnischer Aktros gegenüber gestanden, so ein neuer, wie ich auch habe. Aber der hatte nicht mal weder Nebelleuchten noch Tagfahrlicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also, dass man die Nebelleuchten vielleicht, aber ich dachte jetzt, Tagfahrlicht wäre wenigstens schon überall gang und gäbe, aber anscheinend nicht. Also, ey, wenn, soll mir mal einer erzählen, ich kann nicht fahren oder was? 117 Liter weggeblasen.
Habe ich schon Level 2? Nö, aber bald. Ach so, hier geht weiter. Ich bin Neuling! Ihr könnt es nicht sehen, ich habe gerade die Arme in die Luft gereckt. Ich mache euch alle fertig. Gewamsis! Fortfahren. Ah, ich kann ja wieder was schaffen. Wieder nur das oder was? Oder wie? Das oder was? Hier kann ich ja nichts klicken oder was? Oder wie? Muss ich das rausnehmen? Kann ich hier jetzt was drücken? Nee. Ich kann bloß das machen, ne? Ja, gut, dann mache ich halt den ADR-Schein langsam und peu à peu. Kann ich es auch nicht ändern. Jetzt habe ich ein Spiel gemacht, das kann ich eigentlich mal schnell hochladen wieder, ne? Also schnell ist gut. Also ich habe natürlich gerade mal so eine Leitung, die mit 1 MB pro Sekunde hochlädt. Und das ist natürlich nichts. Also wenn ich hochlade, dann brauche ich nichts anderes mehr machen, so ungefähr. Dann brauche ich nicht mal mehr Download machen. Und wenn mein anderer Bruder, ja, 2, wenn der dann auch noch World of Warcraft zocken will, dann geht natürlich gar nichts mehr, ne? Naja, da gibt es dann öfter mal ein bisschen Trara. Und dann versuche ich ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken, indem ich sage, ich bin doch nur am Wochenende da. Und wenn er dann löselt, dann sage ich, weißt du was, kannst du mir auch am Arsch lecken, dann ziehe ich den Stecker raus. So, Leute, apropos Stecker raus, ich bin raus. Tschüss!